Hallo YouTube, ich bin gerade live auf Twitch mit der Familie Yuki, obviously. Ja, ich habe im letzten Stream sind wir mit Octavio und Drumi ausgezogen. Die beiden sind Preteens. In ein anderes Haus, aber das Hahnhaus hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Deswegen dachte ich mir, ich baue einfach mal ein neues Haus und habe ich schnurstracks mit Tina, meiner lieben Moderatorin, ein neues Haus gebaut. Dann hier erstmal ein Sofa stehen, damit man sich hinsetzen kann, wenn eine Stufe schon anstrengend war. Dann haben wir hier die beiden. Hier haben wir Romy, unseren Hauptcharakter. Und hier haben wir Octavio, Nebencharakter nenne ich es jetzt mal. Dann haben die beiden hier eine Bar, weil es sind halt Preteens, ne? Und die, wenn sie eine ein oder andere Party schmeißen, dass sie dann auch genügend Kapazitäten haben. Für Partys und sowas. Dann haben wir hier eine Kücheninsel mit allem Möglichen drauf. Und einen Kühlschrank. Dann kommen wir hier ins Esszimmer. Einfach einen kleinen, aber feinen. Einen kleinen, aber feinen Essbereich. Eine Terrasse, die derzeit noch ungenutzt ist. Dann haben wir hier einmal das große Wohnzimmer. Das Wohnzimmer wird derzeit nicht für Betrieb ist, aber ich denke, da wird noch ein bisschen was reinkommen. Dann haben wir hier das erste Badezimmer von denen. Die haben zwei Badezimmer in diesem Haus. Ja. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal die Treppe runter, wollte ich sagen. Die Treppe rauf wollte ich eigentlich machen, aber hey. Auf jeden Fall gehen wir mal die Treppe. Hier oben haben wir dann einen Flur mit ein bisschen Deko, einen Tisch, wo man sich ein bisschen hinsetzen kann, ein bisschen Karten spielen kann. Ja. Dann haben wir hier das Zimmer von Octavio. Sehr schlicht gehalten. Ich habe mir gedacht, Octavio würde eventuell streamen, deswegen steht da ein Streaming nicht, ne? Dann haben wir hier das Zimmer von unserer lieben Romy. Romy hat hier irgendwie alle Farben an, deswegen habe ich hier das so eingerichtet. Und ich dachte mir, wir erwerben mit Romy mal ein bisschen so die Strickfähigkeit, dass sie Sachen strickt für später ihr Kind oder ihre Kinder. Wissen wir ja noch nicht. Sind ja derzeit noch nicht in der Röhre. Aber dass sie da so sitzt und strickt, das stelle ich mir. Passt einfach zu ihr. Stelle ich mir großartig vor, sagte ich. Okay. Nach unten ist es ein bisschen offen gehalten. Ja, und dann haben wir hier noch das obere Badezimmer mit Badewannen und Kerzen, die einfach hingestellt worden ist, damit es ein bisschen gemütlicher ist. Dann ein Lamalina-Teppich. Noch ein paar Handtücher, die beiden dahin geworfen haben. Ja. Aber wir starten jetzt erstmal. Bloß ich dachte, das andere Haus passt nicht so wirklich zu denen, deswegen. Ja. Falls ihr euch fragt, warum die beiden so viel Geld haben, Octavios Eltern waren ein bisschen wohlhabend. Ja. Aber nur ein kleines bisschen. Ja. Aber ich denke, wir schicken die beiden jetzt auch erstmal ins Bett. Morgen ist nämlich Schule, deswegen, liebe Romy und lieber Octavio, geht bitte in eure Betten. Morgen ist Schule, morgen kann man ein bisschen was tun. Ja. Oder ist morgen für Romy schon Schule? Ich würde nämlich gerne nur mit Romy zur Schule gehen. Ich würde es bei Octavio gerne deaktivieren. Deswegen mache ich es jetzt auch, weil Octavio darf gerne so normal zur Schule gehen. Ich würde aber trotzdem unsere liebe Romy gerne begleiten. Dass wir eben da ein bisschen Gameplay mit ihr haben. Ja. Warum die beiden jetzt hier einfach so rumstehen, fragt mich nicht. Ich habe keine Ahnung. Und ich sehe gerade, die beiden haben keinen Ofen. Grandios. Naja, gut. Kümmern wir uns ein andermal. Kümmern wir uns ein andermal drum. Dass sie keinen Ofen haben. Kümmern wir uns einfach ein andermal drum.
Ich möchte jetzt aber bitte, wie gesagt, erstmal, dass er ins Bett geht. Bitte geht ins Bett. Liebe Romy, auch du. Auch du bitte. Morgen ist Schule, ne? Morgen ist Dienstag, David zur Schule gegangen, Madame. Was wünschst du dir? Betty. Ach so, ja. Hey, ich muss ja ihre ganzen Freunde noch umstylen. Ich habe die ja nur älter gemacht, aber nicht umgestylt. Hä? Ja, gut. Das ist natürlich jetzt ein bisschen ungünstig, ne? Ja. Gute Nacht, ihr beiden. So. Das kann natürlich sein, dadurch, dass ich den Education Overhaul wieder drin habe, dass gleich die Meldung kommt: Ja, ihr habt jetzt Sommerferien. Aber hoffen wir einfach mal nicht. Hoffen wir einfach mal nicht, dass das gleich kommt. Das wäre nämlich. Wäre nämlich ein bisschen blöd. Ich guck mal gerade, was wir mit Romy jetzt noch als Teenie noch zu erledigen haben. Wir werden uns auf jeden Fall in der Schule jemanden suchen, mit denen wir. So, wo sind die Dogs? Wo sind meine Dokumente? Genau. Wir müssen jetzt einen Mann kennenlernen in der Schule. Also einen anderen Schüler, logischerweise. Und dieser andere Schüler, mit dem müssen wir uns mit dem müssen wir ein Techtelmechtel haben. Und sie muss davon schon haben. So steht es in den Regeln. Und diese Regeln werden wir auch befolgen. Weil ich die Storyline sehr interessant finden würde. So läuft von zu Hause weg, wird dann schwanger, was nun? So nach dem Motto. Soll jetzt nicht bedeuten, dass ich das jetzt mit jedem Teenie machen möchte. Nee, auf keinen Fall, aber. Ich möchte die Story mal haben. Okay. Liebe Romy, du stehst bitte einmal auf und machst Frühstück und in deiner neuen Küche und fragst sie bitte nicht ab. Das wäre mir ein Anliegen. Also, wie gesagt, die beiden sind gerade erst zu Teenies geworden. Eier und Toast zum Frühstück. Wir können jetzt gerade nichts anderes. Aber ich werde nachträglich noch einen Ofen platzieren, damit die beiden dann eben einen Ofen haben, wo die dann auch mal irgendwie, wenn sie irgendwelchen Kuchen backen wollen, dass sie dies auch tun können. Schön, die Direktorin hat ein Kind bekommen. Das ist uns ganz, ganz recht, würde ich sagen. Madame, knall bitte nicht die Tür so zu, Romy. Das. Das wäre mir ein Anliegen. Ich muss ja auch unbedingt Sport machen. Ich habe nichts. Ja, jetzt mecker nicht rum. Du musst doch das Essen, bevor du in die Schule gehst. Hallo.
Ja. Das würde übrigens keinen Sinn machen, dieses Haus euch hochzu. Hoch. Ja. So. Wir müssen zum Direktor. Hallo? Direktor? Who are you? Warte mal, das Direktorzimmer ist hier. Guten Tag. Weil es der Familienname ist. Ja, ich habe in Mount Cromwell Baby gestartet und das ist ja eine asiatische Welt, ja. Also ja, die Familie hat ihren Ursprung in Asien. Wenn du so willst. So, du strengst dich bitte mal an. Da. Ich weiß, das Leben ist hart, aber hey. Also ja, die Welt, aus der die Familie ursprünglich stammt, ist aus Asien. Ja, das stimmt, aber die Familie kommt aus Mount Komorebi und Mount Komorebi ist es asiatisch angehaucht, laut EA zumindest. Ich tue. Wir sind hier nicht Bad Hersdorf. Schlange bist du verwechselst da was. Wir sind hier nicht Bad Hersdorf. Hallo? Wir kriegen Probleme, wenn du jetzt nicht zu deinem blöden Unterricht gehst. Geh zum Unterricht. Sei ein vernünftiges Mädchen, geh zum Unterricht. Guck mal, möchtest du so? Du möchtest am Unterricht teilnehmen, aber natürlich. Hast ja auch das Bestreben, ne? Morgen Nachmittag, Vorgeist, bin ich dabei. Gut. Immer Schlangenmist, immer mit dir, immer. Ich muss noch ein bisschen leveln, weißt du? Ich muss noch ein bisschen Season Pass hoch. Das ist mir egal, das ist mir egal, Schlangenmist. Das ist mir egal, wann. Ich richte mich nach dir. So. Schultag lief großartig, hä? Nicht. Also wenn du mir sagst, hier wir spielen um 5, dann spielen wir morgen um 5. Ich brauche noch knapp so 100 Level. Dann bin ich auf Season Maximum. So, Schlangenmist, du darfst entscheiden. Oben oder unten? Was sollen wir nehmen? Mitte gibt's nicht. Soll sie auf Social Media rumchatten oder soll sie warten bis Schulschluss ist? Das darfst du entscheiden. Oben oder unten, Schlangenmist. Du darfst hier entscheiden. Okay. Und nicht wundern, warum mein Spiel auf Englisch ist. Ich bin nicht so gut in Englisch, deswegen. Ist auch überhaupt nicht verbuggt, ne? Wir haben nach 3. Liebes Spiel, nur so für dich zur Info. So.
So. Wir gehen nach Hause. Oder gehen wir zur Familie? Komm, wir reisen mal zur Familie. Wir reisen mal zu unserer Tante. Unsere Tante hat ja auch nicht mehr lange. wo wohnt die denn? Die wohnt in San Mashuno. Und die hier? Ne, die wohnt da. Können wir ihre Mom mitnehmen, komm. Und ihre andere Tante. Ah. So. Oh, da ist unsere Tante. So, zu. Warum ist es denn jetzt noch nicht um 3? Nein, du. Du bleibst hier. Wo bin ich hier gelandet? Hallo? Wer liegt? Wer liegt? Ah, das ist ihr Onkel. Wow. Kannst du bitte einmal klopfen? Du möchtest bei deiner Tante nämlich gerne mal auf Klo gehen. Ach nee, das ist ja gar nicht ihre Tante. Never mind. Das ist ja die. Es ist ja die Tante von ihrer Mutter. Never mind. So, wo war jetzt hier nochmal das Klo? Hier hinten war das Bad. So, ich hoffe, du schaffst es noch, gell? Geh bitte mal pinkeln. Glaubst du? Ah, das ist eine Sim aus der Community. Ja, okay, sie hat ihren Ehemann verloren, ne? Unsere Tanten, nee, unsere Nicht-Tante, wo ich erst dachte, sie wäre unsere Tante. Naja, gut. Auf jeden Fall ist sie mit uns verwandt. Das weiß ich. Und wir können uns jetzt mit ihm mal ein bisschen unterhalten. Romantisch, ganz bestimmt nicht. Ihr seid miteinander verwandt. Schlang mit? Hast du deine ganzen Nachrichten gerade gelöscht oder war das der böse Bot? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Naja, gut. Nein, wir gehen nicht dran. Wir gehen nicht an unser Telefon. Wir werden uns jetzt einfach darum ein bisschen. Naja, er wäre jetzt auch nicht so streng gewesen, wenn er gewusst hätte, so ja, Wochenende, ne? Aber sie hat halt am nächsten Tag Schule. Und das wird er nicht so toll finden, dass seine Nichte nachts irgendwo rumbaldowert. Und Naomi wird das recht nicht in Ordnung finden. Und dann sagen so, Romy, du hast nachts nicht rumzulaufen, du hast nachts zu schlafen und dich irgendwo dich in einer fremden Stadt
rumzutreiben. Für Storytelling muss ich ihn jetzt aber leider ganz kurz mal zur Familie hinzufügen. Ich brauche ihn nämlich. Ich brauche ihn ganz kurz vor Storytelling mal, dass er, dass es von ihm ausgeht. Dass ich ihn quasi steuern kann, weil er soll nämlich Romy nachher was fragen. Und dazu. Dazu muss ich ihn halt steuern können. Weil ich Romy halt gerne was fragen, weil er Romy gerne was fragen würde. So müssen die beiden sich ein bisschen unterhalten, ne? Ein bisschen Freundschaft hoch pushen. Ich liebe Partys, du, ne? Hast du gerade mitten im Nachtclub geheiratet? Ja? Hast du Spaß gehabt? Gut. Einfach mitten im Nachtclub heiraten, warum auch nicht? Gut. Ich schiebe mal die Beziehung zwischen den beiden hoch. Ja, die beiden sich so doll miteinander unterhalten haben, dass sie jetzt Best Friends sind quasi. Das brauche ich aber auch für meine weitere Story. Weil, er wird sagen, ich habe einen Crush auf dich. Und dann wird sie auch sagen, so, ja, ich habe länger schon einen Crush auf dich. Ne? Dann wird er Romy nämlich fragen, ob die beiden als Paar zusammengehen wollen. Auf den Abschlussball. Das mache ich aber nicht jetzt. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen Romantik aufbauen. Er wird Romy erst mal fragen, ob er die Single ist. Ja. Weil er weiß ja nicht, ob Romy Single ist oder nicht. Und fast Storytelling ist es halt besser, wenn die beiden jetzt gerade in einem Haus sitzen. Wo ich glaube, er wird Romy schon im Vorhinein gefragt haben, ob sie jemanden hat oder nicht. Weil ich glaube nicht, dass. Ich würde ja schon so einschätzen, dass er nicht sagt, dass er, wenn er wüsste, dass sie eine Freundin hätte, dass sie einen Freund hätte. So, jetzt haben wir es. Dass er dann nicht sagen würde, so ja, ich. Also dass er nicht sie weiter anbaggern würde. Ich möchte, dass er eine romantische Leiste hat.
Okay, die haben eine romantische Leiste. Das ist schon mal sehr gut. Blöd ist halt, Romy ist halt eine Romantikerin, ne? Also es ist nicht blöd, aber Romy wird halt darauf reinfallen, ne? Auf ihn. Das ist ja das Ding, ne? Es ist halt Romy, Romy ist zu gutherzig. Es tut mir leid. Du tust mir leid. Josh hat es halt nicht auf Romy abgesehen, sondern nur auf ihr Geld. Also nicht nur auf ihr Geld, aber er will einfach mit ihr entspannt da sein, ne, und nicht. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber er will mit Romy nur befreundet sein irgendwie, ne? So eine Art Freundschaft plus. Bitte hör auf zu singen. Kannst nicht singen. Bitte hör einfach auf zu singen. Und er wird sie dann küssen. Ich weiß nicht, ob sie das zulassen will. Hände. Die beiden sind gerade sehr kokett. Also, sie ist sehr kokett. Er ist nur kokett. Kokett. Er würde jetzt so tun, als wäre sie die einzige Ware. Aber ist sie. Oh, mir ist es nicht verdient. Ah. So, so. Hallo, ihr solltet euch küssen. So, so. Weil Josh sie jetzt geküsst hat, das wird jetzt wieder von ihm ausgehen, alles andere ist gerade von ihm ausgegangen. Ne? Wird sie ihn jetzt fragen, so möchtest du mit mir zusammen sein? Und Josh wird sie kurz danach fragen. Ja? So ging denn das nochmal? Prom. Das hat so. Ich würde eigentlich das jetzt Part zum Abschluss beigehen, aber dann machen wir das halt schon. Das geht jetzt alles ein bisschen schnell, ich weiß, aber wir wollen das Drama, ne? Okay, Romy hat schon mal ein Prom-Date. Auf was lässt du dich ein, Romy? Bitte. Auf was lässt du dich ein? Steckst in Schwierigkeiten, Girl. Du steckst in Schwierigkeiten. Dein Onkel ist halt auch noch hier, ne? Er darf nicht runterkommen. Kann es sein, dass die Direktorin gestorben ist nach dem Schultag?
Sie sieht nämlich ausgeraut aus, als sie normalerweise. Was ist denn der Beziehungsleister? Ja, hier ist ihre andere Mom. Ne? Was ich auch total unrealistisch ist, dass sie noch eine junge Erwachsene ist, aber hey. Nee, Josh denkt nicht an Verhütung, denkt aber natürlich, dass Romy verhütet, ne? Weil er denkt so, ich muss nicht verhüten, ich werde ja nicht schwanger, die Frau muss sich darum kümmern. So nach dem Motto. Deswegen. Wir werden einen Schwangerschaftstest machen. Wir positionieren uns. Schlange Mist! Du bist ja im Lurky-Lurk. Was denkst du? Ist sie schwanger oder nicht? Ich hoffe, sie ist schwanger, weil dann... Sie ist schwanger. Gut. The drama is coming. Wir müssen uns leider einen Tag frei nehmen, sorry, aber the drama is coming. The drama is coming. Du musst bitte auch nicht zur Schule. Du nimmst bitte auch einen Tag Urlaub. Ich muss mit euch noch was machen. Nehmt euch beide bitte einen Urlaubstag. Komm. Jetzt nimm dir einen Urlaubstag. Genauso wie du. Nimm dir einen Urlaubstag. So. Ich überlege gerade, wo die beiden hinfahren könnten, wo sie alleine sind. Sie fahren zu Romy nach Hause. Weil da haben sie ihre Ruhe, weil sie wissen, Octavio muss gleich zur Arbeit. Hier sind sie mir sicher. Tayi ist hier. Tayi hat sie mitbekommen. Die müssen irgendwo hin, wo niemand ist. So, wo sie wissen, sie findet niemand. Okay. Haben wir hier irgendwo, wo wir uns hinsetzen? Nein. Okay. Nehmen wir trotzdem jetzt einfach hier hin. Ist total einfach. Angespannt, verständlicherweise. Weil, wie ihr seht, möchte sie keine Schwangerschaft. Tja, liebe Romy, dafür ist es eindeutig zu spät, meine Liebe. Dafür ist es eindeutig zu spät. Sie möchten natürlich auch kein Kind, ne? Wie das beruht auf Gegenseitigkeit. Oh, sorry, Papa. Oh. Ja. Unsere arme Romy, aber Romy, tut mir leid, das ist leider Doggy Gameplay. Wir werden Ihnen jetzt sagen, dass wir schwanger sind. Oh, Yano, Freen! Und er dann so, du warst für die Verhütung zuständig.
Du hast doch auch selbst nicht verhütet. Ja, wie soll ich auch verhüten? Du bist dafür zuständig. Warte. Hier. Jetzt mach. Schrei sie an. Komm. Die Arme hat das überhaupt nicht verdient. Die weiß gar nicht, wie ihr geschieht. So war das aber nicht abgesprochen, Romy. Das weißt du ganz genau. Was kann ich dafür? Shinisi, Tobel Blurna, Cababine, Kalu, Corbif. Arme Romy, ne? Die arme Romy. Es ist nur einsam fürs Kind. Nein, ich bin nicht bereit, Vater zu werden. Ich bin auch nicht zusammen zu kommen. Hallo. Spiel. Hey. Arfenaya. Oh, I'm sorry. Das passt jetzt gar nicht, dass unser Bruder uns gerade anruft. Ja? Ja. Und er wird Romy dann sagen, so, du, Romy, es war abgemacht, dass wir verhüten, wenn wir im Wichtelmichtel. Ich werde mich verhindern. Ich kann es nicht.